Der Sportler braucht natürlich genauso wie der Krebspatient eine ausreichende Versorgung mit Makronährstoffen. Und in der Vergangenheit war es üblich, dass der Krebspatient eine hochkalorische kohlenhydratbasierte Kost bekam und der sogenannte Bergsteiger-Mahlzeits-Sportler bekam seine Nudeln, also wieder Kohlenhydrat, mit ein bisschen Fett dabei. Und heute weiß man eigentlich um die Bedeutung der Aminosäuren und was es damit auf sich hat, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, erfahren Sie heute. Die Aminosäuren sind die Bausteine unserer Enzyme. Die Aminosäuren sind die Grundlage dessen, dass wir überhaupt Muskeln aufbauen können oder auch Knochen aufbauen können. Und wenn ich dem Körper diese Bausteine nicht zuführe, dann muss er ans Eingemachte gehen und dann baut er die Muskelmasse ab. Und das kann ich sehr schön in der Bioimpedanzmessung erfassen. Und da sehe ich nicht nur die Bedeutung des Phasenwinkels, sondern ich sehe auch an dem BCMI, also an dem Index, der sich mit der Muskelmasse im Verhältnis zur Körperoberfläche beschäftigt, wo der Mensch steht. Und damit kann ich auch in relativ kurzer Zeit sehen, also sagen wir mal 2, 3, 4 Wochen Abstand, ob der Patient oder Sportler von der Substanz lebt oder ob er eine Ernährung hat, die tatsächlich dazu führt, dass er seine Substanz erhält oder aufbauen kann. Und das Interessante an diesem Zusammenhang, man weiß ja, dass man, wenn man keinen Appetit hat und wenig isst, von der Substanz lebt und auszehrt und daran verstirbt. Das ist ja dann die Kachexie des chronisch kranken Patienten oder auch Krebspatienten, die dann zum Tod führt. Wir sehen aber auch, dass Menschen, die sich relativ einseitig, also kohlenhydratlastig ernähren, zu einem Krankheitssymptom kommen, was darin besteht, dass quasi die Resorptionsfähigkeit im Dünndarm, also die Dünndarmzotten, sich dermaßen zurückentwickeln, dass der Körper, selbst wenn ich ihm dann nach einer gewissen Zeit alle Aminosäuren anbiete und Mikronährstoffe, gar nicht mehr in der Lage ist, sie aufzunehmen. Und dann auch von alleine erst über ein ganz, ganz, ganz langes Zeitfenster aus dieser Minderversorgung herauskommt. Und das entspricht auch dann der Symptomatik eher, man würde es nicht vertragen. Denn wenn die Dinge nicht aufgenommen werden im Dünndarm und in den Dickdarm kommen und dort zu einer Nachverdauung über die Darmflora führen, dann fühlt man sich unwohl und es entstehen unter Umständen auch biogene Amine, also so etwas wie Histamin oder andere Folgestoffe. Und daher ist es dann auch wichtig, ein Verzehrprotokoll zu führen, dieses auch über ein ausreichend langes Zeitfenster, zum Beispiel mit den Richtlinien oder nach den Richtlinien der DGE auszuwerten und dann mit den Laborwerten abzugleichen. Und wenn man dann doch erhebliche Abweichungen feststellt, dann ist der Verdacht relativ groß, dass eben das, was gegessen wird, nicht wirklich resorbiert werden kann. Und dann muss man unter Umständen eben auch hergehen und das eine oder andere, was der Körper braucht, am Darm vorbei anzubieten über eine Infusion, um sozusagen von innen heraus dem Körper die Chance zu geben, die Zotten wieder aufzubauen, weil er es von außen heraus, also durch den Tunnel, der uns durchläuft, den Magen-Darm-Trakt, nicht in der ausreichenden Menge aufzunehmen, in der Lage ist. Fand ich eine ganz interessante Erkenntnis, als ich mich neulich mit dieser Thematik beschäftigt habe. Und das weiß man aus Beobachtungen an Menschen und aus Tierversuchen an Rhesusaffen, und das hat man tatsächlich schon 1965 gemacht, und dennoch hat man diese Erkenntnis bis vor kurzem in der sogenannten hochkalorischen Astronautenkosternährung nicht berücksichtigt.